Georg, herzlichen Dank für die Einladung, dass ich da eben diese aktuellen Entwicklungen der Rinderzucht Austria vorstellen darf. Zuerst vielleicht nur einen allgemeinen Überblick zum Einstieg. Ich glaube, wenn sich jeder von uns überlegt, wie soll die ideale Kuh ausschauen, so sehen wir eigentlich, sie ist eigentlich nachhaltig. Sie muss gesund sein, wirtschaftlich und eben auch mit der Umwelt verträglich, wenig Umweltwirkung. Und da sind wir eben dran, in den verschiedensten Bereichen zu arbeiten. Das, was da so orange oder gelb ist, sind eben Themen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen und wo ich da eben auch näher eingehen darf. Kurzer Überblick in die Vergangenheit. Ich glaube, so die letzten 15, 20 Jahren haben wir immer Weiterentwicklung über verschiedene Projekte gemeinsam mit der Wissenschaft betrieben, wo eben so diese Themen gesunde Lebensmittel von gesunden Tieren, Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz, aber natürlich auch neue Technologien und Möglichkeiten zu nutzen, wie die Genomik oder eben jetzt eben auch aus der Digitalisierung eine große Rolle spielen und das letztendlich dann auch immer in die Entwicklung, dass die Grundlage dann war, dass man die Zuchtziele, die Zuchtwertschätzung, die Merkmale weiterentwickelt hat. Eins zu nennen, Gesundheitsmonitoring mit Einführung von Zuchtwerten oder Single Step mit oder Genomik, dann Single Step oder letzten Dezember eben dann auch an blauen Gesundheitswert. Und da sieht man, glaube ich, sehr gut, dass Nachhaltigkeit eigentlich ein Thema ist, das uns ja schon sehr lange beschäftigt. Und wir hören ja immer, wie die Frage ist, wie wirkt sich das dann in der Realität aus? Was kommt dann an in der Zucht? Sie sehen da die genetischen Trends und haben da diese rote Linie, das ist der Gesamtzuchtwert, der Milchwert, der Fleischwert und der Fitnesswert, das ist das Grüne. Und wenn man weiß, genomische Selektion war ungefähr seit 2010, so sehen wir eigentlich, dass es mit diesen neuen Möglichkeiten besser gelingt, Fitness zu verbessern oder neue Merkmale. Und das ist eben auch die Hoffnung für neue Merkmale, wie dann auch Futtereffizienz, wo es noch keine großen Datengrundlagen gibt, dass man da halt auch schneller weiterkommt. Aber Daten, auch mit diesen neuen Technologien, mit Genomik, das ist das A und O, dass man da im Wasser zielen kann. Vielleicht nur ganz ein kurzer Blick, weil eben Tierwohl, Tiergesundheit gefallen ist, was man sieht, was eigentlich durch Zucht, Prävention ist gekommen. Prävention ist sehr viel Management, aber ist eben auch Zucht. Da sieht man eigentlich, dass in den letzten 20 Jahren die Schwergeburten so auf über alle und erste Laktation sehr auf weniger als ein Drittel reduziert hat. Und wenn man Leistung, ist eben für die Nachhaltigkeit auch wichtig. Hier die Entwicklung der Lebenstagsleistung in Österreich seit 1995. Das Grüne ist Fleckvieh, liegt auch, wo wir in Österreich im Schnitt über alle Rassen liegen. Sieht man, dass wir jetzt bei rund 14 Kilo pro Tag, pro Lebenstag liegen. 1995 waren wir da bei 8,5. Die Lebensleistung hat sich in den letzten 40 Jahren mehr als verdoppelt. Und wenn man das in Bezug setzt an so eine Umweltwirkung, der Stefan Hörtenhuber hat da die haben voriges Jahr da eine Publikation rausgebracht, wo man sieht, dass die CO2-Äquivalente pro Kilogramm Milch seit 1990 um 25% gesunken sind, pro Protein so rund 40%. So sieht man eben, was man da eigentlich schon auch Richtung Nachhaltigkeit erzielt hat. Aber eben jetzt zu den neueren Entwicklungen, wie gesagt, die beiden Projekte und Technologie nutzen. Vielleicht nur ganz nicht im Detail, wie gesagt, was in den letzten Jahren ein Thema war mit Digitalisierung, war Klauengesundheit verbessern. Wir brauchen immer Daten, man muss sie standardisieren. Es gibt eine App und letztendlich jetzt auch Klauenzuchtwerte. Und ein anderer wichtiger Punkt zur Effizienz, Nachhaltigkeit. Freut mich, dass ihr die Folie reingegeben habt. Ich habe nicht gewusst, dass der Leonhard Kubert da ist. Und wir
haben ja da im Rahmen von Fish & Cow auch schon früher mit sehr erfolgreich mit Raumberg Kumpenstein zusammengearbeitet. Und da hat man eben gesehen, ja, ist ganz klar rausgekommen, bei Lebendmasse ist ganz wichtig für die Futtereffizienz und es gibt ein Optimum. Und die Kollegen haben da eben, Leonhard, Maria, haben da eben auch rausgearbeitet, dass die beste Effizienz, dass die Energieeffizienz bei einer mittleren Lebendmasse ist. Und wenn eine Kuh rund 100 Kilo schwerer ist, dann muss sie rund 800 Kilogramm Milch mehr geben. Und das sind eben Themen, Lebendmasse in der Zucht inkludieren, wo unsere Kollegen in Baden-Württemberg jetzt aktuell an der Zuchtwertschätzung arbeiten. Aber die Mobilisierung ist auch für die Futtereffizienz wichtig und das ist eben auch ein Thema im Breed for Green, wo da eben auch im Zusammenhang mit anderen Informationen auch weiter Lebendmasse eben auch erfasst wird. Und nur ein, nachdem mit Futtereffizienz Stoffwechsel auch ein ganz ein wichtiger Punkt ist, im Projekt Diffordere haben wir sie eben angeschaut. Wir wissen, sage ich jetzt mal, von den tierärztlichen Diagnosen gibt es seit mehr als 15 Jahren gibt es Daten zur Ketose. Da gibt es ja eine sehr niedrige Erblichkeit, niedrige Frequenz. Und eigentlich das Thema sind die subklinischen Erkrankungen, die viel Geld kosten. Und da haben wir eben auch geschaut, mit welchen Daten kann man da in der Zucht arbeiten. Und das ist eben letztendlich auch die Grundlage, wo wir da jetzt weiterarbeiten, die Erfahrungen dann auch in das Breed for Green einarbeiten, aber letztendlich auch die Grundlage für die Entwicklung einer Zuchtwertschätzung ist. Im Projekt Breed for Green, was der Georg eben angesprochen hat, ist ein Projekt, das wir über das Bundesministerium gefördert ist und wo wir gemeinsam mit Raumberg-Kumpenstein und der BOKU, den LKVs und Fleckvieh Austria, Braunvieh Austria zusammenarbeiten. Aber wir sind eben auch sehr dankbar über unsere Kooperationspartner aus Deutschland, aber eben auch die verschiedenen Firmen bei uns, die uns da unterstützen bei diesem Projekt. Das Thema ist, oder das Ziel ist, die Futtereffizienz zu verbessern und die Methanemissionen zu verringern. Und das für Fleckvieh und Braunvieh. Wir haben das Problem bei diesen Rassen. Bei Holstein arbeiten wir international zusammen, hat Wiegetröge in Kooperationsbetrieben. Die Frage war eben, was können wir bei Fleckvieh und Braunvieh da machen? Und unser Ansatz ist da, dass wir eben auch mit indirekten Merkmalen arbeiten, mit Infrarotspektren, aber eben auch auf den Betrieben, wir arbeiten mit Praxisbetrieben zusammen, wo es eben auch sehr viele Informationen aus der Technologisierung gibt und dann zusätzliche Daten erfasst werden und diese Ansätze dann aber wieder mit Stationsdaten validieren oder auf der anderen Seite auch Hilfsmerkmale aus Stationsdaten ableiten. Und da ist eben das Ziel in dem Projekt, wir haben, oder es werden Erhebungen auf Station durchgeführt. In Amberg-Kumpenstein wird mit dem Greenfeeder Methan gemessen. Der Greenfeeder steht noch bis Ende März da. Man kann es, glaube ich, da anschauen. Aber eben auch auf Praxisbetrieben. Und da wird zum Beispiel mit diesem Greenfeed-System, das Sie da sehen, die Tiere bekommen ein bisschen ein Lockfutter und wird Methan gemessen. In den Betrieben gibt es auch so eine automatische Waage, dass man eben auch in der Zeit, wo der Grind wieder dort ist, genaue Gewichtsdaten hat und eine Reihe anderer Informationen wird erhoben. Und da in der Zucht brauchen wir immer umfangreiche Datengrundlagen, um eben genetische Parameter ableiten zu können, um genetische Korrelationen zu anderen Merkmalen festzustellen. Und im Breed for Green möchten wir eben die Grundlagen für Futtereffizienz und Methan für die Zucht schaffen, wollen klären, wie sind auch die Zusammenhänge von diesen Merkmalen vor allem auch zur Tiergesundheit, weil man wird nicht solche Merkmale in der Zucht einführen, wenn es dann irgendwelche anderen Auswirkungen hat.
Und darum sind wir sehr, sehr dankbar für die Betriebe, die da mitmachen und eben da an diese doch, denke ich, für die Zukunft sehr wichtigen Themen da unterstützen. Und ja, Forschung braucht immer Zeit, bis die Betriebe, ich weiß, das ist immer sehr oft demotivierend, bis man dann entsprechende Informationen dann zurückbekommt. Weil das erste Feedback für die Landwirte jetzt im Projekt ist auf der einen Seite diese App von Datamaß, wo sie da Gewicht haben von ihren Tieren, zu bestimmt noch, kann man auch Gruppen einteilen oder eben auch für PCS und Lahmheitskurs. Das zweite Projekt, was wir gemeinsam mit Raumberg-Gumpenstein und auch mit der BOKU und der Landwirtschaftskammer, den LKVs und so haben und verschiedenen Projektpartnern von den Molkereien, geht eben in die Richtung, was der Thomas vorher angesprochen hat, Richtung Umweltbewertung, Nachhaltigkeitsbewertung, Effizienz und Umweltwirkungen, ist ein EP Agri-Projekt. Und der Hintergrund war eigentlich, dass man gesagt hat, okay, wir wissen, es gibt viele Systeme, es gibt das FarmLife, aber das Ziel war doch mit weniger Aufwand bei Nutzung von Daten, die es gibt, doch einfache Kennzahlen darzustellen. Und wir wissen in der gesellschaftlichen Diskussion, die Landwirtschaft, die Tierhaltung bringt sehr viele Ökosystemleistungen. Und da ist es eben auch wichtig, dass man entsprechende Parameter, Kennzahlen hat in der Diskussion. Aber eben, ja, ich glaube, jeder kann immer an sich arbeiten, dass er besser wird. Und da ist es das Ziel, dass man dann für die Betriebe eben auch konkrete Hilfestellungen bietet, wie sie da der einzelne Betrieb verbessern kann. Und ja, das Projekt läuft 3 Jahre, hat das heuer, das letztes Jahr. Wir stehen jetzt vom Abschluss von den Auswertungen, entwickeln dieses Werkzeug, die Betriebe, die da mitgemacht haben. Jetzt müssen sie noch ein bisschen gedulden, bis sie dann Rückmeldungen bekommen. Und im Projekt war eben das Ziel, dass wir da eben auch aufbauend auf diesen internationalen Ableitungen, Formeln wie von IDF, Kennzahlen entwickeln, die halt einfach deutlich weniger Aufwand sind als das FarmLife, aber doch auch dem Betrieb spezifische Hilfestellungen bieten kann. Und im Rinderdatenverbund sind ja schon sehr viele Informationen, tier- und betriebsspezifisch und mit Vernetzung mit anderen Daten, gelingt es da, dass man eben ein Tool darstellt, wo das einfach schneller geht. Dort, die Kollegen aus Raumberg-Gumpenstein und die BOKU haben dann eben auch auf Betriebe mit beiden Systemen ausgewertet und man hat da eigentlich gesehen, dass das eben vergleichbare Ergebnisse liefert und das auch korrekt und einfach ist. Gut, wenn ich zusammenfassen darf, ja, Nachhaltigkeit, wie gesagt, ist jetzt nicht neu für die Rinderzucht und wir sehen ja in der täglichen Diskussion, vor allem auch mit der Gesellschaft, dass die Herausforderungen vielfältig sind, aber natürlich auch für den Betrieb. Das muss ja auch rechnen, es muss alles im Einklang sein, gute Tiergesundheit. Es muss wirtschaftlich sein, ja, und da sind wir eben dabei, die verschiedensten, oder ich sage jetzt bemüht, die verschiedensten Hilfestellungen im Herdenmanagement und in der Zucht anzubieten. Und da sehen wir einfach, es geht nur gemeinsam, national, international und mit der Unterstützung von der Praxis, von den Bauern, von den Klauenpflegern, von den Tierärzten und natürlich auch mit der guten Zusammenarbeit mit den Kollegen aus der Forschung und den verschiedensten Organisationen, den Landwirtschaftskammern, den LKVs teilen. Und ja, ich möchte mit dem schließen, the best way to predict your future is to create it. Wir sind der Meinung, man muss das immer proaktiv angehen und mitgestalten. Und in diesem Sinn herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.